Den Schlachtrücken hatte ich noch nicht. Der war kein neu. Verstecken mehr, Hephaestus. Mischung steht bevor. Rückzug in den Kern der Anlage. Ja, ja. Okay. Hephaestus ist zurück im Kern. Sorg dafür, dass er dort bleibt. Ich komme zurück. Und dann starten wir die Verschmelzung. Alles dank Fusion. Dir, ha. Ich bin froh, dass du hier warst. Ja, ohne sie wären wir am Arsch gewesen, ne? Ohne dich hätten wir das alles nie geschafft. Ja, gleichfalls, Aloy. Der hat nur Backseat Gaming gemacht. Das ist ein Spinosaurus. Ich hab sogar Spinosaurus-Zähne aus dem Museum mal gekauft. Hatte ich sogar mal im Stream gezeigt. Da sind aber so nur kleine. Ach, da vorne sind die. Der Schildflügel hält. Ja, Norwin, da bin ich voll deiner Meinung. Aloy, die. Ja! Warte, was hast du? Spinosaurus-Zähne, zwei Stück. Und so ein... steht auch, wie alt die sind. Und... Du hast Dino-Zähne? Ja, die konnte man in einem Museum kaufen. Alles in Ordnung, war? Ja. Und Haifischzahn. Ich wollte nicht, dass die Maschinen deine Arbeit stören. Keine einzige Es gab auch so eine Zähne zu kaufen. Also die waren wirklich so riesig. So eine fetten Zähne, aber das war sau teuer. Dann weiß ich ihren Hasscharakter jetzt. Ja. Ich hasse ihn mehr als alles andere. Wir sind. Der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu hoch. Hat mal, warum ich das Bild umgeändert habe, Flo. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Das Originalbild ist nämlich anders. Gaia? Stell die Verbindung her. Fertig. Ich bin auch ein Dino-Fan, deswegen habe ich die. Okay. Zur kompletten Verschmelzung müssen wir Hephaestus' bösartigen Code entfernen. Vorsichtig. Jetzt ergibt es Sinn, Flo, ne? Das ist eine Flugmaschine. Aha. Oh. Ich glaube, wir sollten gehen. Oh, fuck. Oh, hallo, redundante Kopie. Du hast uns recht viel Zeit gekostet. Okay, die schweben echt bescheuert. Brennt! Eric, hol Beta. Und zerquetsch diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Der wird aber nicht tot sein. Los, hinter mich. Oh nein. Komm schon, Schluss mit dem Blödsinn. Nee, versteckt euch hinter diesen Anzügen, ne?
Erst geht der Spaß los, oder? Na endlich. Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit. Ich hab's irgendwie geahnt. Tilda! Ich hab versagt. Psst. Nicht alles ist verloren. Tilda! Was zum Teufel machst du? Ja. Halt sie auf! Ich seh sie nicht mal! Ja, ist auch so hell, ich kann nur nicht mehr hören. Oh Mann, Wahl, nein. War leider abzusehen mit Wahl. Ja, ich habe das auch geahnt, wo die drei aufgetaucht sind. Was ist? Das sind Beta retten. Fuck. Oh Sven, Alter, ich will dich dafür schlagen. Ja, Orochimarus Stimme. Das passt super zu diesem Erik. Orochimaru war auch immer so mein Hasscharakter, ey. Wo bin ich? Ah, du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Oh, Gerard! Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind in Sicherheit. Die anderen können uns hier nicht... Warum? Du meinst die anderen Zeniths. Du bist wohl Tilda. Ich war nicht sicher, ob Beta von mir erzählen würde. Wo ist sie? Am Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück. Okay. Okay. Er hat massiv Kritik einstecken müssen in Gewalt. Das nehmen viele Fans ganz böse auf. Ja, aber es kann nicht im Spiel mal Pustekuchen sein, dass halt nichts passiert. Das ist es ja. Das ist sehr schade um Wahl, ja. Aber wenn nie irgendwas passieren darf, dann ja, gut. Kann man nicht ändern. Es kann halt nicht immer alles super laufen, ne? Und ein Verlust eines Freundes ist schrecklich. Das erste Mal, ich sag nur Last of Us. Ja, das war genauso. Oh Mann, Wahl, ey. Was ist das? Ganz gute. Nur ein paar Lieblingsstücke. Aber er hat gesagt, er beschützt sie. Die ich gerettet und instand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Was ist mit Tilda? Warum ist sie jetzt... Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Hier von unserer Seite. Beta und Gaia sind weg. Und ich soll mir alte Gemälde ansehen? Lehne die beruhigende Wirkung von Kunst nicht so schnell ab. Oder die Erkenntnisse daraus. Mein Lieblingspaar. Links ist die Briefleserin in Blau. Von Vermeer. Ein wahrer Meister. Und rechts ist eine Fälschung. Dame beim Musikstudium. Experten hielten es für ein unschätzbares Original. Am Anfang meiner Karriere war ich von solchen Täuschungen fasziniert. Ich entwickelte eine Scan-Software, die Fälschungen mit unerreichter Genauigkeit entdecken konnte. Ich mich zum Hast Weg du so zur Arbeit, verdient, um einen Platz auf der Odyssee zu kaufen? Alles klar, Flo. Oh nein. Danke, dass du da warst. Vermögen erlangte ich erst später. Komm gut an, ne? Also wenn das... Ich verstehe mal nicht so diese Kunst einfach. Ich meine, manche machen einfach nur Farbkleckse und die verkaufen das für Hunderttausende oder Millionen von Euro oder was weiß ich. Aber ich verstehe das immer nicht. Ich denke, warum kriege ich denn keine Millionen? Ich kann auch zeichnen. Ich kann auch Kleckse machen. Dann kann man auch darüber sinnieren und
philosophieren, was ich mit diesen Klecksen aussagen möchte und ausdrücken. Selene und Endymion. Sie ist die Göttin des Mondes. Er aber nur ein einfacher Hirte. Neben ihr siehst du den Liebesgott Amor. Also schleicht sie sich... Das an Kunst ist schon beachtlich. Also das finde ich jetzt schon beachtlich. Das andere jetzt eher nicht so. Amors Fackel steht für Selenes unsterbliche Liebe zu Endymion. Obwohl sie nicht zusammenkommen können, stirbt ihre Liebe nicht. Die Musik ist aber geil. Ich dachte gerade, das ist Cassandra. Abstrakte Kunst ist wirklich speziell, ja. Hier hat Rembrandt Jeremiah gemalt. Einen Trauernden. Um was trauert er? Um seine Heimatstadt. Das alte Jerusalem. Er hat ihren Untergang vorhergesehen, konnte ihn aber nicht verhindern. Also hat er stattdessen ihre Schätze vor der Zerstörung gerettet, wie ich diese Werke gerettet habe. Man könnte sagen, wir sind uns im Geiste ähnlich. Die einzige Frau, in der Brüste auf Twitch geduldet sind. Du hast keine Kunst studiert und bist nicht reich. Das ist halt der Punkt. Oder du musst so mega auffallen, dass du keine Kunst studieren brauchst. Ist auch kackegal. Ich meine, die haben jetzt. Die das jetzt hier gezeichnet haben, haben auch einfach gemalt. Ein Porträt von Rembrandts Sohn Titus, der eine Mönchskutte trägt. Ich verstehe das nicht. Warum sollte jemand wie du mit unendlichen Ressourcen sich um dieses Bild eines Jungen scheren? Es geht nicht um das Bild, sondern die Gefühle, die es auslöst. Das Gesicht ist klar und scharf. Doch der Blick gesenkt, als wäre ihm Unglück widerfahren. Und der Hintergrund scheint alles nicht zu verschlucken. Das Gemälde scheint Verlust darzustellen. Ich glaube, ich kann mich in den Maler hineinversetzen. Ja, das, was Sven schreibt. Twitch ist ja jetzt auch sogar wieder ein bisschen zurückgerudert, was sexueller Inhalt angeht. Das soll nicht das Hauptthema im Stream sein, aber zum Beispiel, wenn du Cyberpunk spielst und du machst da jetzt irgendwelche Liebeleien mit irgendwas, ist das schon okay. Es sollte bloß nicht die Hauptthematik des Streams sein, das ist verboten. Die Nachtwache von Rembrandt. Bei weitem das bekannteste Gemälde, das man Das ist ordentlich, das Bild. Das ist riesig auch. Es wurde zu Ehren einer Miliz aus einflussreichen Bürgern in Auftrag gegeben. Ich schätze, du warst wohl eine einflussreiche Bürgerin. Damals. Du willst ja durch die Häuser ziehen. Ja, das darf ja nicht. Das darf ja nicht die Hauptziel im Spiel sein. Also nicht die Hauptthematik. Wenn da auch nur rumgepimpert wird, das ist dann wieder nicht so gern gesehen. Ist ja nicht erlaubt. Aber wenn du mal, das ist okay. Das soll bloß nicht das Hauptthema des Streams sein. Sexuellen Inhalte. Der Windstoß. Von Willem der Windstoß, wenn ich pupsen muss. Ist das bekannteste seiner zahlreichen Maritimgemälde. Ein Schiff segelt ins Unbekannte. Das Gefühl kennst du wohl. So ist es. Deshalb gefällt mir diese Komposition so sehr. Obwohl Wind und Wellen das Schiff zu zerstören drohen, bleibt es heil. Und klammert sich trotz der Dunkelheit an das Licht. Das mag ich zum Beispiel, das Bild. Weil ich finde das Meer sehr gruselig, aber auch beeindruckend und faszinierend. Das Schiff dagegen einfach ankämpft. Trotzdem das Meer überquert. Das verstehe ich sogar. Das finde ich schön. Sie reißt sich die Haare aus. Irrsinn? Oder Trauer? Es ist hart, sie leiden zu sehen. Viel Gewicht auf seinen Schultern. Das Gefühl kenne ich.
Oh ja, Aloy. Wunderschön, oder? Was ist das? Gemälde sind nicht die einzigen Meisterwerke aus dem goldenen Zeitalter meines Volkes. Das hier ist von Fiannens Krug mit Deckel, der aus einem einzigen Silberblatt besteht. Wofür benutzte man ihn? Da bist du Elisabeth sehr ähnlich. Funktion über Form. Sein Zweck war weniger bedeutsam als seine Bedeutung. Van Fianen hat ihn zu Ehren seines verstorbenen Bruders geschaffen, der ebenfalls Silberschmied war. Ein Denkmal. Ja, solche Schönheit aus Leid entsprungen. Naja, schön ist jetzt Definitionssache. Also Till hat schon guten Kunstgeschmack. Hat auf jeden Fall... Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Ich hab da alles angeschaut. Das müssen wir beide. Wir versuchen so vieles zu retten. Ich weiß davon nicht. Davon ist gar nicht wenig im Tresor. Traut Tilda irgendwie nicht, aber... Das ist gut, solche Schätze einen Augenblick länger zu bewundern. Oh. Oder komm nach oben und wir legen los. Sag mal... Wie du willst. Ich hab doch geguckt. Nacht, Tom, schlaf gut. Geht's dir besser? Wie hast du uns gefunden an der Brutstätte? Und was hast du mit den anderen gemacht, bevor ich in Ohnmacht fiel? Gleich zur Sache, verstehe. Tja, sagen wir einfach, wir haben schon ein Auge auf Hephaestus, weil wir wussten, dass wir ihn brauchen würden. Wir sind nicht auf dich reingefallen. Und was mein kleinen Trick angeht, es war eine sensorische Überlastung. Und eine Energieentladung. Gerard und Eric waren nur kurz desorientiert wegen ihrer Schilde. Aber du wurdest ohnmächtig, als ich dich rausholte. Vielleicht geht es dir nach einem Frühstück besser. Da wird von Carrie Ann Moss gespielt. Das war dein Haus. 3 Stream-Thema heute. Bordelle durchschnudeln. Datenkanal erbauten. Wie schaffst du das von dir? Bitte hier lang. Nach allem, was dein Volk getan hat? Glaubst du etwa, ich setz mich hin und rede mit dir? Das ist nicht mein Volk. War es nie und ist es auch jetzt nicht. Okay. Du bist mit ihnen ins Weltall gereist. Und hast 1000 Jahre mit ihnen gelebt, vor deiner Rückkehr. Was hat deine Meinung plötzlich geändert? Ganz einfach. Das hier. Mein alter Fokus. Repariert. Das heißt, du hast... Unglaubliches gesehen. Was du in 2 Jahrzehnten erreicht hast... Ich habe 1000 Jahre hinter mir und komme nicht mal entfernt daran. Ja, ihr ist schon beeindruckend. Tut mir leid, deine Privatsphäre zu stören. Doch ich musste. Um es zu verstehen. Um erleuchtet zu werden. Du bist wirklich von Elisabeths Blut. Hast ihren Ehrgeiz, ihre Überzeugung. Ihre Integrität. Nachdem ich all das gesehen habe, schäme ich mich für meine Begleiter. Ich will dir jetzt wirklich nur noch helfen. Auch wenn du deine Freunde aufhalten musst? Dann ganz besonders. Bitte, setz dich. Dort. Schon besser. Also, wir müssen Beta und Gaia unbedingt befreien. Du weißt bestimmt, dass Gerard die Biosphäre der Erde mit Gaia neu starten möchte. Und die Welt so gestalten will, dass sie nur noch für uns Unsterbliche ideal ist.
Dabei sterben alle Lebewesen auf dem Planeten. Mhm. Er nennt es eine Neuinstallation. Nicht, wenn ich ihn aufhalten kann. Nicht, wenn wir es tun. Und wenn er und die anderen tot sind? Lassen wir gemeinsam Elizabeths Traum wahr werden. Peter hat dir bestimmt gesagt, dass es auf dem Schiff eine Version der Apollo-Datenbank gibt. Eine vollständige Sammlung menschlichen Wissens. Damit und mit Gaia könnten wir Elizabeths Ziele erreichen. Die Biosphäre heilen, die Menschen dieser Welt bilden, sie aufrichten. Die Welt ihrer Träume erschaffen. Lass uns nicht vorschnell handeln. Soweit ich weiß, sind deine Freunde unverwundbar. Bitte hör auf, sie meine Freunde zu nennen. Und sie sind nicht unverwundbar. Einer deiner Freunde hat einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Silence. Oh, er war wirklich fleißig. Er sammelt eine Armee, die Gerards großartige Basis dem Erdboden gleich macht. Ja. Regala und ihre Rebellen. Sogar jetzt plant sie einen letzten Angriff auf die Tenakt-Hauptstadt. Sollte sie gewinnen, kontrolliert sie den gesamten Stamm. Hunderte Krieger und Maschinen, die die Basis angreifen. Sie irrt sich. Sie werden alle sterben. Es sollte reichen, um Gerards Abwehr zu durchbrechen, damit Silence ihn töten kann. Ihn und alle anderen. Mit Hilfe der neuen Waffe, die er entwickelt hat. Ja, er hat einen Weg gefunden, unsere Schilde zu umgehen. Ein außergewöhnlicher Mann. Er hat alles eingeplant. Außer dich und mich. Mhm. Während also seine Armee Gerards Verteidigung durch... Ich hasse diesen Namen. Ja. ...lassen wir uns durch die Hintertür rein. Eine, die nur ich kenne. Während Silence und meine Freunde gegeneinander kämpfen, holen wir uns Beta und Gaia. Ich habe gesagt, dass ich helfen will. Ich meine es ernst. Das heißt, wenn Regala aber gewinnt, dann muss sie ja den Anführer killen. Will ich ehrlich gesagt nicht. Ich will nicht das tun, was Silence uns sowieso nicht sagt. Seine Hinterrücks-Scheißpläne. Ich hasse Silence. Das ist so ein verlogenes Stück Scheiße. Ja, der Mann ist klug und wenn er das herausgefunden hat mit den Schilden durchbrechen, das ist wirklich meisterhaft, aber trotzdem ist Silence... hinterhältiger kleiner Bastard. Du sagst, Beta sei nicht in Gefahr. Was machen die Zenits mit ihr? Sie arbeitet. Ach, Pock. Einmal bannen. Aber Deutscher sprechen. Ach so, meinst du? Okay, ich dachte, du willst mich jetzt ärgern. Nötig, zwingen sie sie. Gerade, ja, okay. Nicht in Gefahr. Okay. Nur sie kann die Aufgabe erfüllen. Das. Weil ihr sie zu nichts als einem Werkzeug gemacht habt. Gerards Idee. Gerade, die gerade Idee, ja, gut. Sie haben mich immer misstrauisch beäugt, wenn ich versuchte, irgendwie nett zu ihr zu sein. Deshalb schuf ich den Datenkanal. Einen virtuellen Ort, wo wir uns unterhalten konnten. Ja, warum nicht, Sven? Dann wird wieder arm. Alles wird gut, geht in Deckung, ja, ja. It's called Jeremiosa. Und von diesem Kanal mit Beta hat keiner der anderen Zenits je erfahren? Gerard glaubt, er ist der gerissenste von uns. Selbst nach 1000 Jahren kann er sich nicht vorstellen, dass ich ihn überliste. Durch den Kanal konnte ich mit Beta sprechen, ohne überwacht zu werden. Wir konnten einfach wir selbst sein. Bis du den Kontakt abgebrochen hast. Ja, auch wenn es schwer war. Ich war besorgt, dass unsere Treffen ihr mehr schadeten als nützten. Und sie fühlte sich weggeworfen. Ich hatte Angst, dass sie uns erwischen und sie bestrafen. Vielleicht hatte sie keine Freundin mehr, aber immerhin habe ich für ihre Sicherheit gesorgt. Es klingt hart, aber du musst mir glauben, dass ihr Wohlergehen immer am wichtigsten war. Müssen sie auf jeden Fall rausholen. Beta sagte, deine Kolonie. Wir haben mir versprochen, sie zu beschützen. Dass du nirgendwo hin konntest als auf die Erde. Das stimmt. Nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, einen Planeten im Sternsystem Sirius, haben wir 2 Jahrzehnte ein neues Heim gebaut.
die physikalischen Grenzen der Erde, die Einschränkungen der Sterblichkeit weg. Was wir damit hätten bewirken können. Es hätte eine Utopie werden können. Stattdessen stagnieren wir in mühelosem Komfort und virtuellen Realitäten. Es brauchte einen Kataklysmus, um uns aus unserer Trance zu reißen. Was ist passiert? Ein weitreichendes geologisches Ereignis. Wir wussten, dass der Kern des Planeten instabil war, haben es aber unterschätzt. Als der Kollaps kam, war es schon zu spät. Nur einige schafften es rechtzeitig zum Schiff. Wir nahmen Kurs auf die Erde. Den einzigen sicheren Ort, den wir hatten. Den du für alle anderen unsicher gemacht hast. Nicht ich. Gerard. Ist klar, er ist ja böse. Ich finde es gut, dass wir gegen ihn kämpfen. Anzufangen, als die alte zu retten. Keine primitiven Stämme mehr, keine Kampfmaschinen mehr. Einfach ein neuer Anfang, bei dem alles möglich ist. Aber wir halten ihn auf. Wir müssen nur in diese Basis kommen. Karigatum und hier kostet übrigens nur 50. Das ist, glaube ich, von Banpresto. Nice. Das geht ja. Wann sie ungefähr kommen soll. Das ist bei Figuren meist nicht sicher. Selbst wenn dann ein Monat oder so steht oder ein Jahr, kann es trotzdem noch verschoben werden. Oder sogar mal früher kommen. Das ist halt das Problem, was man hat, wenn man Figuren bestellt. Weil das ist nie 100% safe, dass das dann an dem Monat kommt. Kommt ja auf die Produktion an, wann es hergeliefert wird und bliblablub. Also kanntest du Elisabeth? Es ist halt wieder auch verschoben. Ja. Wie war sie so? Das passiert aber immer. Ja, ich war. Was sie ausmachte, finde ich, in dir wieder. Und mehr. Dein Einfallsreichtum, deine Entschlossenheit, deine Prinzipien. Du hast ihre besten Eigenschaften zu den deinen gemacht. Ich frage nicht nach mir. Erzähl mir von Elisabeth. Wie war sie wirklich? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es eigentlich nicht. Obwohl ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe, hat sie immer einen Teil von sich versteckt. So ist es seit unserem ersten Treffen gewesen. Als du Elisabeth getroffen hast, wie war sie da? War sie kalt? Unnahbar? Nicht unnahbar. Nicht wirklich. Wir trafen uns bei einem Gipfeltreffen über Machine Learning. Ein heikles Thema damals. Weil die Regulationsbehörden der KI die Daumenschrauben anlegen wollten. Liz hat eine Rede gehalten. Sie war weithin für ihre Arbeit zu automatisierter Rückgewinnung von Land bekannt. Aber in ihrer Rede sprach sie vom nächsten Schritt. Ein KI-gestütztes System, das nicht nur das tat, worauf es programmiert war, sondern die Verantwortung für seine Umgebung übernahm. Dem Leben wichtig war. Und nicht nur Befehlen folgte. Revolutionäre Ideen. Ich war fasziniert. Und ich wollte sie schon lange kennenlernen. Nach ihrer Rede beobachtete ich sie. Sie hatte mit Autorität und Empathie vorgetragen. Aber danach zog sie sich zurück. Ich wusste schon, dass Bewunderer ihr unangenehm waren. Als ob es sie was gekostet hätte, diese Rede zu halten. Ich wollte sie nicht belästigen, also ging ich vorsichtig auf sie zu. Und wie lange hast du denn gewartet, um sie anzusprechen? Ich habe gewartet. Und sie am nächsten Morgen angesprochen, als sie wieder zur Konferenz kam. Sie hatte gerade einen Kaffee. Sie war ausgeruht. Als ob sie sich darauf eingestellt hätte, von ihren Kollegen belagert zu werden. Ich bat sie um ein Gespräch und sagte dann etwas zu ihrer Rede, das ich für intelligent hielt. Ihrer Antwort nach war es das wohl nicht. Aber sie war sehr nett. Fast als ob wir uns schon kennen würden. Erst mitten in der Unterhaltung fiel mir etwas auf. Sie wusste ganz genau, wer ich war. War ein ziemlicher Schock für mich. Ich handelte mit Geheimnissen und legte großen Wert darauf, meine Anonymität zu schützen. Und so war Liz
Immer einen Schritt voraus. Ja, ich bin immer einen Schritt voraus. Ich verstand unser Treffen als eine Metapher für unsere Freundschaft. Sie schien mich immer besser zu kennen als ich sie. Das Gefühl kenne ich. Woher weißt du von Silence Plan? Er ist nicht der Einzige, der sich mit Spyware auskennt. Du hast seinen Fokus gehackt? Nein, dazu ist er zu vorsichtig. Aber seine Untergebenen, die sind nachlässiger. Er hat den Stämmen, die zu den Söhnen des Prometheus gehören, eigene Fokusse gegeben. Die für Regala arbeiten. Ich habe ihre Fokusse angezapft und viel über seine Machenschaften. Ja, und ratet mal, wer denn unsterblich wäre von den Menschen, die oben an der Spitze sitzen. Und die Falschen. Mit Regala, Gerards Basis, anzugreifen. Aber wie hat er das würden nicht die richtigen unsterblich dann sein. Kann. Gerade das habe ich noch nicht herausfinden können. Aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem funktionieren wird. Ich meine, das Spiel zeigt es ja gerade wieder. Perfekt. Ist sein Sieg zum Greifen nahe. Eine Schande, dass er enttäuscht werden wird. Regala will nur Hikaru töten und gegen die Kaja kämpfen. Von einem Angriff auf die Sinets hat sie doch nichts. Das ist der Preis, den sie für den Krieg bezahlen muss. Ohne die Möglichkeit, die Maschinen zu überbrücken, würde ihre kleine Rebellion in der Wüste versickern. Also handelt sie mit den Söhnen des Prometheus. Maschinen, mit denen sie Hikaru stürzen kann. Als Austausch für einen Angriff auf die Basis. Ihr Stolz macht sie glauben, dass sie einen solchen Kampf tatsächlich überleben könnte. Und das ohne zu wissen, wem die Söhne des Prometheus wirklich unterstehen. Und so brillant Silence auch sein mag, er unterschätzt dich immer noch. Diese Scheuklappen machen es uns möglich, Beta und Gaia direkt unter seiner Nase zu klauen. Während Hunderte von Tenakt draußen fallen. Ja, das sowieso, weil du bist dann unsterblich und der Rest um dich herum stirbt dann halt, ne? Was bringt es, unsterblich zu sein, wenn der Planet sowieso irgendwann... Ne? Irgendwann wird unsere Sonne sowieso da einen Bumm machen und dann... Hast du einen Plan, wie wir in die Sinnesbasis bringt die Unsterblichkeit kommen? Auch nicht. Wir werden uns eine Lektion zunutze machen, die wir als Kinder lernen. Kenne immer alle Ausgänge. In diesem Fall der Ort, wo Gerards neue Struktur auf das alte Fundament trifft. Ein Eingang, auf den nur ich Zugriff habe. Wenn Silence seine Armee auf die Basis hetzt, nutzen wir die Hintertür und umgehen den Kampf. Durch die Ablenkung haben wir ein Zeitfenster, in dem wir Beta und Gaia... So einen dunklen Augen hier. Hilfe, wo bin ich? Anderes Sonnensystem reisen, easy. Ja, genug Zeit hast du ja, um das hinzukriegen, ne? Du musst nur die richtigen Raumschiffe und genug Essen und alles im Raumschiff reinkriegen. Beziehungsweise, dass du da ein eigenes Ökosystem reinbekommst, dass du Essen und Trinken und so bereiten kannst. Mein Teil wäre gern unsterblich. Ja, beängstigend ist es ja schon, dass man eine kurze Zeitspanne auf der Welt ist und dann einfach gar nicht mehr. Das ist schon beängstigend, ja. Mein Fokus. Mein alter Fokus. Wie hast du ihn gefunden und repariert? Als wir dich im Hades Testlabor getroffen haben, hat Gerard dich als Redundanz angesehen. Ich wusste es besser. Du warst eine Offenbarung. Nach einer dramatischen Flucht, gut gemacht übrigens, dachten Gerard und Eric, dass du tot seist und stellten die Jagd ein. Ich war nicht so sicher. Als die anderen beschäftigt waren, kehrte ich ins Labor zurück und suchte nach Hinweisen von dir. Da fand ich diesen kleinen Schatz. Nicht einfach zu reparieren, aber er war die Mühe wert.
Ich sah den Verlauf deines Lebens. Du warst wie ein Farbklecks auf einer grauen Leinwand. Was Liz war und mehr. Hast du ihn den anderen gezeigt? Natürlich nicht. Du hast mich dazu inspiriert, mich ihm zu widersetzen. Es ist aber so, dass ich dich ohne den Fokus und seine Aufzeichnungen nie bei der Brutstätte hätte retten können. Du wärst tot. Also sollte ich dankbar sein. Wenn du willst. Wenn du willst. Wow. Das Konzept der Wiedergeburt nimmt mir die Angst davor, nur kurz zu leben. Ja, irgendwie muss man sich ja ein bisschen... Ich meine, wenn es ein Leben gibt, warum sollte es nicht nach dem Leben auch noch was sein, ne? Ich meine, wer weiß. Also weißt du alles über mich. Was ist mit dir? Was möchtest du wissen? Naja... Was ist mit deinem Leben auf der Erde? Ich war erst 8. Da fluteten Terroristen meine Heimatstadt. Tausende ertranken, darunter auch meine Eltern. Wenige überlebten, darunter ich. Mein Vormund schickte mich auf ein Internat. Dort war ich das komische Mädchen, die Waise, die man lieber geliebt hat. Oh, Mädchen wäre super. Wegen Umständen, die ich nicht kontrollieren konnte. Oh. Wir sind uns also ähnlich, hm? Etwa nicht? Du warst ein Ausgestoßener. Aber du hast dir trotzdem genommen, was du brauchtest. So wie ich. Ich kämpfte mich aus der Trostlosigkeit und wurde reich durch meinen Verstand. Erst durch die technische Analyse von Kunst zur Fälschungserkennung. Was damals sehr profitabel war. Dann zeigte sich, dass meine Software sogar noch besser für Gegenspionage geeignet war. Von da an war es nicht mehr weit, bis ich selber extrem wertvolle Informationen gesammelt habe. Du warst Spionin? Eher Dienstleisterin für Informationsbeschaffung. Okay, wir sollten aufpassen bei ihr. Anonym, zum Schutz meiner Privatsphäre. Doch trotz der Anonymität... Ein Mad Eagle zu sehen. Ich muss aber sagen, ich finde die Gespräche mit ihr jetzt gerade sehr angenehm. Auch wenn sie eigentlich unsere Feindin sein sollte, ist es trotzdem angenehm, mit ihr zu reden. Weil sie halt nicht diese Art rüberbringt, wie zum Beispiel dieser Eric oder dieser gerade arrogant und so. Es ist schon angenehm, mit dir zu reden, eigentlich. Wenn wir in der Basis sind, wo finden wir Beta und Gaia? Eine angenehme Stimme. Ja, das wird's auch sein. Hier, in der Kommandozentrale. Bis dahin ist Gaia... Dein Name doch geradeaus. Mach doch. Darunter auch Hephaestus. Was ist mit der Alpha-Version von Apollo auf deinem Schiff? Eine einfache Rettungsmission, wenn wir uns um die anderen gekümmert haben. Damit haben wir alles, um diese Welt so zu gestalten, wie sie sein soll. Boah, ich muss jetzt erstmal verarbeiten, was die mir hier gerade alles erzählt. Das ist schon heftig. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Ich habe dieses Haus gebaut, um uns vor jedem Sturm zu schützen. Ein sicherer Hafen. Nicht nur für mich. Auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der Menschheit. Und Beta sollte sie sehen? Schnell Notizen lassen. Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber ich werde es nie bereuen, dieses Haus mit ihr geteilt zu haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Was ist passiert, als sie dich gefunden haben? Sie hatten eine unglaubliche Zukunftsvision für die Menschheit. Eine ohne Krankheit oder Tod, in der wir zu den Sternen reisen und blühen und gedeihen konnten.
Ich erkannte erst später, dass sie diese Zukunft nur den Reichen und Mächtigen ermöglichen wollten. Aber als ich das erkannte, gab es keinen Ausweg mehr. Pharaohs Maschinen zerstörten die Erde. Also nahm ich Farzineths Einladung an und ging auf die Odyssee. Liz sollte mitkommen, aber ihre Pläne waren nobler, wie du weißt. Also wusstest du erst, dass die anderen Sinets Monster waren, als es zu spät war? Bei einigen wusste ich es schon, natürlich. Erst als wir unterwegs waren, ist mir das wahre Ausmaß ihrer Gier klar geworden. Ich war einfach nur froh, am Leben zu sein, aber die anderen waren von einer mühelosen Unsterblichkeit besessen. Sie errichteten eine Kolonie, in der Maschinen ihre Bedürfnisse erfüllten, wo man in Erinnerungen oder Fantasien in virtueller Realität schwelgen konnte. Das war kein Leben. Es war stupide. Ein unwirklicher Traumzustand. Im Laufe der Jahrzehnte zog ich mich immer mehr zurück. Ich war wieder allein. Hatte jetzt aber genug Zeit, über meine Fehler nachzudenken. Jetzt, wo ich dich getroffen habe, habe ich vielleicht eine zweite Chance. Zweite Chance? Um dir zu helfen, natürlich. Und das werden wir noch sehen. Ich traue dir noch nicht. Traum wahr werden zu lassen, der sich kaum von Farzinas Vision unterscheidet. Einer besseren Zukunft. Allein, wenn sie so schon sagt, sie war Spionin. Mal sehen. Man sollte ja Maulwürfen nicht so trauen. Ja, Gier ist auf dieser Welt auch so. Schon, oh. So Nummer eins des Problems der Menschen, diese Gier. Nach Macht, nach Geld, nach was weiß ich. Es ist zum Kotzen. Und die Gier zerstört unseren Planeten, zerstört andere Menschen, zerstört einfach alles. Hauptproblem der Menschen. Schon immer gewesen, wird auch immer so bleiben. Nach Mangas und Games. Das ist okay. Erst war es. Dann Hekaro und die Tenakt. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation, aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elizabeths Opfer. Da macht Aloy nicht mit. Sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Nein, sie opfert keinen Stamm. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Das würde ich auch nicht machen. Moment. Nicht den Stamm opfern. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders, dann können die Tenakt überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst, öffne ihn. Bäm. Zeig, dass du es ernst meinst. Was machen sie mit ihr? Oh je. Dissoziation durch virtuelle Realität. Mach mal so hin. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikromanagement. Wenn sie sich widersetzt, lassen sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Oh Mann, Alter, die quälen sich richtig. Du lebst. Sie beobachten mich. Ich kann diese Projektion nicht lange aufrechterhalten. Ihr hättet mich töten sollen. Nein. Sieh mich an.
Ich hol dich da raus. Versprochen, okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Dann ist es vielleicht möglich. Ich kontaktiere dich, wenn es Zeit wird. Hältst du durch? Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Ja, Beta, bitte. Okay, wir haben jetzt die Hoffnung gegeben, durchzuhalten. Und wir werden es auch einlösen. Wir holen sie da raus. Nun gut. Ich habe getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seine Armee weg. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Wir killen ihn auch. Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Oh. Und die wären? Mein Freund zur Ruhe betten. Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst, ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Ich fand süß, dass sie gerade gesagt hat, ihre Schwester. Die Titanen haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Tu, was du tun musst. Ich komme zu deiner Basis, falls du Silence überzeugen kannst. Ich knüppel nieder den Penner. Mir egal. Nicht falls. Wenn. Und es sind, ja, ist ja halt so. Deswegen finde ich es schön, dass sie es gerade gesagt hat.